In diesem Video zeige ich dir, wie du bessere Entscheidungen treffen kannst oder wie du schlechte Entscheidungen oder falsche Entscheidungen, Fehlentscheidungen vermeiden kannst. Wenn du weiterhin dynamische Videos sehen möchtest, dann abonniere diesen Kanal mit der Glocke. Sie kosten richtig viel Zeit, Energie und Geld. Falsche Entscheidungen. Wie können wir vermehrt richtige Entscheidungen treffen oder falsche Entscheidungen vermeiden? Du kennst das. Du rufst jemanden an, du erreichst ihn nicht. Er ruft zurück, du bist nicht erreichbar. Du probierst es noch einmal, er ist wieder nicht erreichbar. Und so geht das Ganze hin und her. Und im Nachhinein kommst du drauf, es war richtig, diesen einen Kunden oder diesen Geschäftspartner oder diese Person jetzt nicht zu erreichen, weil es hat noch nicht gepasst. Du hast später noch Informationen dazu bekommen, die hast du zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt. Du kennst solche Situationen oder solche Beispiele. Oder du stellst einen Mitarbeiter ein und irgendwie stellst du ihn halt ein, weil du sagst, okay, das passt jetzt so, das machen wir jetzt so. Und dann nach einem Monat, zwei Monate, drei Monate kommst du drauf, ei, das war die komplett falsche Entscheidung. Viel Geld, viel Zeit und viel Energie hat es gekostet. Wie können wir solche falschen Entscheidungen vermeiden? Achte bei einer Entscheidung oder bei einer Handlung, denn wir planen ja immer für die Zukunft. Wir planen ja für morgen, für übermorgen. Das ist ja gut, das ist ja in Ordnung. Aber wenn es dann soweit ist, dies oder jenes zu tun oder dies oder jenes zu entscheiden, dann spielt nochmal ein wichtiger Faktor mit. Dein Gefühl. Achte bei dem, wenn du eine Entscheidung triffst, hast du ein gutes Gefühl da dabei oder hast du ein schlechtes Gefühl? Fließt dir die Energie bei diesem Thema zu oder fließt sie ab? Hast du also ein komisches Bauchgefühl? Dann warte ab oder vertage die Entscheidung oder entscheide dich dagegen. Und im Nachhinein wirst du drauf kommen, es war die richtige Entscheidung, die Entscheidung dagegen. Und wenn du vermehrt auf dein Gefühl, auf dein Bauchgefühl achtest, dann wirst du schlechte Entscheidungen oder falsche Entscheidungen, falsche oder Fehlentscheidungen vermeiden und somit viel Geld, Zeit und Energie sparen. Und in diesem Video zeige ich dir 5 wesentliche Punkte, wie dieses Jahr für dich zum Besten werden kann. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Video dabei. Pfiati, Servus, mach's gut!